Wieder herrscht auf der Berliner AWUS rennsportlicher Hochbetrieb. Nach dem 24-Stunden-Rennen des ADAC und der AVD-Fahrt um den Goldenen Bären von Berlin gibt es morgen auf dem 8,3 Kilometer langen Kurs zwischen der Nordkurve und der Südkehre das internationale DKW-Wagenrennen. 600 Teilnehmer aus 12 Nationen befinden sich am Start und ich glaube, viele Erinnerungen an die Zeit vor 1939 werden wachgerufen, als noch die berühmten Silberpfeile mit den vier Ringen der Auto-Union an den Kühlern auf allen Rennpisten der Welt um motorsportliche Ehren kämpften. Nach der Abnahme der Fahrzeuge im Fahrerlager am Nordtor der AWUS folgte für alle Teilnehmer ein Pflichttraining von mindestens 5 Runden. Die dabei erzielten Zeiten waren für die Startplatzierung entscheidend. Während die Tourenwagen morgen 7 Runden zurücklegen müssen, ist für die Fahrzeuge der Grand Tourisme-Klasse die doppelte Rundenzahl vorgesehen. Die meisten Teilnehmer haben für den Gleichmäßigkeitswettbewerb gemeldet. 278 Fahrer werden sich dabei dem Starter vor der AWUS Haupttribüne stellen. Während diese Fahrzeuge schon ihre Trainingsrunden drehten, wurden am Nordtor weitere Wagen auf Fahrsicherheit und Einhaltung der vorgeschriebenen Bestimmungen überprüft. Beim Durchfahren der überhöhten Nordkurve ist jeder Fahrer verpflichtet, dicht entlang der unteren weißen Linie zu fahren. Innerhalb der Nordkurve darf nur rechts, das heißt außen, überholt werden. Die 8,3 Kilometer Strecke von der Einfahrt am Funkturm bis zur Südkehre nahe dem Großen Stern bleibt auch morgen wegen des internationalen Wagenrennens für den allgemeinen Verkehr in der Zeit von 8 bis 18 Uhr gesperrt.